Herzlich willkommen zur zweiten Lerneinheit im Programmierpraktikum Java. Thema Grundlagen der objektorientierten Programmierung und Schlüsselbegriffe. Wichtige Begriffe, die mit Objektorientierung und objektorientierter Programmierung verbunden sind. Ja, Objektorientierung selber, abgekürzt mit OO, ist eine spezielle Herangehensweise in der Informatik an Zusammenhänge, Probleme und Lösungsmöglichkeiten und Lösungswege. Das heißt, es geht nicht nur um die Programmierung, das ist sozusagen das Endprodukt, der letzte Schritt ist dann die Softwareentwicklung und Programmierung, sondern man verwendet Objektorientierung auch als Werkzeug zur Beschreibung von komplexen Strukturen, von Zusammenhängen, also von Systemen, ja, und dann auch von Problemen, Aufgabenstellungen und von Möglichkeiten, eine Lösung zu finden. Und der letzte Schritt ist dann das Software-Design und die konkrete Implementierung und dann die Programmierung eben. Deswegen spricht man auch so ein bisschen größer von einer Denkweise, von der objektorientierten Denkweise oder von einem Paradigma, Weltbild, Modell, Muster, Konzept. Also es ist ein sehr großer Begriff und in diesem Praktikum soll es eben auch ein bisschen mehr darum gehen und nicht nur um die Programmierung selber. Ja, entstanden ist das Ganze so vor 40 Jahren. Das heißt, Java ist später entstanden. Das heißt, Java ist eine typische Sprache, in der Objektorientierung umgesetzt wurde von Beginn an. Und die objektorientierte Programmierung, also dann abgekürzt mit OOP, ist eben jetzt mittlerweile sehr weit verbreitet. Das kann man an Stellenanzeigen zum Beispiel sehen. Da wird immer objektorientiertes Design, objektorientierte Programmierung wird sehr oft dort erwartet und Java ist eben eine Möglichkeit, das konkret umzusetzen. Es gibt andere Sprachen. Ja, die objektorientierte Programmierung wird so ein bisschen als Ablösung oder Gegensatz zu der Programmierung, die man so als strukturiert oder prozedural bezeichnet, gesehen. Natürlich ist ein objektorientiertes Programm, sollte auch strukturiert sein. Und strukturiert bedeutet einfach, dass man Anweisungen, die in einem Programm vorhanden sind, zusammenfasst zu Prozeduren oder Funktionen. Das hatte man auch vor der Objektorientierung schon. Und in der Objektorientierung kommt dann etwas Zusätzliches hinzu. Das werden wir gleich sehen, was ist das Besondere eigentlich ist. Es gibt dann reine objektorientierte Sprachen, aber ganz viele eben, in denen objektorientierte Elemente eingebaut wurden, zum Beispiel Erweiterung von C, Objective-C, C++, Delphi als Erweiterung von Pascal, auch in Perl zum Beispiel. Und natürlich gibt es auch Sprachen, die von vornherein objektorientiert designt wurden. Das ist zum Beispiel Java, weil es eben entstanden ist, nachdem Objektorientierung schon sich durchgesetzt hatte. Java ist aber nicht rein objektorientiert, sondern enthält auch prozedurale Elemente und das werden wir im Laufe des Praktikums noch ein bisschen genauer sehen. So, was ist nun das Besondere an der Objektorientierung? Also vor der Objektorientierung hat man Daten nicht gemeinsam mit Operationen betrachtet. Das heißt, an der Objektorientierung ist das Besondere, dass man Daten und Operationen zusammenfasst. Informationsverarbeitung, was ja ein Teil der Informatik ist, ja, manchmal kann man auch sagen, es ist ein Synonym von Informatik. Informationen werden verarbeitet. Informationen sind Daten und Verarbeitung sind sozusagen Operationen auf den Daten. In der Objektorientierung wird das beides zusammengefasst in sogenannten Klassen. Das ist schon der erste Grundbegriff. Und das haben wir schon in der ersten Lerneinheit gesehen, da tauchte das Wort Class schon auf. Vor der Objektorientierung hat man das eben nicht zusammengefasst, sondern hatte er versucht, das zu trennen, zu sagen, die Operationen arbeiten auf den Daten. Das heißt, man trennt diese beiden Dinge voneinander. Die Objektorientierung fasst das also zusammen. Die Motivation ist die, ja, das ist so ein bisschen der Gedanke, dass es ein ganzes System ist, dass Daten alleine keinen Sinn haben, sondern dass es wichtig ist, eben, ja, die Datenstruktur, die man schafft, die hängt davon ab, was man damit machen will. Und es hat keinen Sinn, allein nur Datenstrukturen zu betrachten, sondern man designt die Datenstrukturen schon so, dass man die Operation, die man machen will, damit eben gut durchführen kann. Und eine andere Motivation ist eben, dass ja bestimmte Operationen verhalten sich eben unterschiedlich, wenn man sie für bestimmte Daten
anwendet. Eine Multiplikation, kann man sagen, von einer Zahl ist was anderes, wenn man eine reelle Zahl nimmt oder eine komplexe Zahl nimmt. Oder Multiplikation von Matrizen ist was anderes, als wenn man Vektoren als Skalarprodukt multipliziert, um da so ein paar mathematische Begriffe oder Anwendungen mal zu nennen, so Rechenoperation von Vektoren zum Beispiel. Okay, ja, das Besondere an der Objektorientierung, es gibt so vier Schlüsselwörter oder Konzepte, die damit verbunden werden. Das ist Kapselung, Vererbung, Polymorphismus und Ausnahmebehandlung. Kapselung von Daten bezieht sich auf einen Sicherheitsaspekt, ein kontrollierter Zugriff. Nicht jeder darf mit den Daten alles machen, sondern es gibt bestimmte Schnittstellen, die definiert werden, wie jemand auf die Daten zugreifen kann, wie jemand sie verändern kann. Zum Beispiel Kontostand in einer Bankensoftware kann nicht jeder beliebig verändern, sondern es gibt vielleicht Schnittstellen für Abheben oder Überweisen, wo ein ganz kontrollierter Zugriff möglich ist und nur der. Klassenhierarchien ist die Idee der Wiederverwendung. Vererbung ist da das Stichwort. Das heißt, ich kann eine Klasse, die jemand anders geschrieben hat, benutzen. Ich erbe die Informationen, die da drin sind und füge nur das hinzu, was eben zusätzlich benötigt wird, eine Erweiterung. Polymorphismus ist das, was gerade schon genannt wurde auf der letzten Folie. Operationen verhalten sich unterschiedlich für verschiedene Datentypen. Und der Begriff der Ausnahmebehandlung ist so etwas wie eine sicherere oder erweiterte Fehlerbehandlung. Also das Programm bricht nicht einfach ab, sondern man definiert eine nicht reguläre Ausführung, wenn zum Beispiel jemand etwas Falsches eingibt oder eine Datei wird nicht gefunden. Man definiert so eine nicht reguläre Ausführung als Ausnahme und trennt den regulären Ablauf und diesen Ausnahmeablauf eben sauber voneinander. Und dafür gibt es in der Objektorientierung eben in den Sprachen Möglichkeiten, das komfortabel und sicher zu tun. Ja, hier sind so ein paar Schlüsselbegriffe, Klassen, Attribute, Methoden, Objekte. Klassen, englische Keyword Class, fassen eben Daten und Operationen zusammen. Und die Bezeichnungen der Objektorientierung für Daten sind Attribute und für Operationen dann Methoden. Und die Methoden tun etwas und deswegen findet man in den Methoden dann die Anweisung. Das ist eigentlich nicht viel anders als in einer normalen Sprache, die Funktionen oder Prozeduren benutzt. Auch dort findet man meistens in den Funktionen entweder andere Funktionsaufrufe oder eben Anweisungen. Aber auch ein Funktionsaufruf ist eine Anweisung. Also man findet in den Methoden ganz normal, könnte man sagen, die Anweisung. Beispiel, ja, Adressbucheintrag oder meine Kontodatenbank von gerade. Ich habe eben Name, Vorname, E-Mail, Kontostand als Attribute und Methoden eben Adresse ändern, neuen Eintrag, Geld abheben und so weiter. Das ist ein einfaches Beispiel. Das, ein Exemplar einer Klasse heißt Objekt, also ein konkreter Adressbuch oder Bankeintrag, das ist ein Objekt. Das ist ein Exemplar dieser Klasse, das heißt Klasse ist der Oberbegriff, wo eben die Eigenschaften beschrieben werden in Attributen und Methoden und das Objekt ist jetzt die konkrete, ja man sagt auch Instanz. Instanz kommt aus dem Englischen und bedeutet im Englischen Instance eben auch Exemplar, ist also jetzt nicht ein juristischer Fachbegriff, man sagt eben auch, man instanziert ein Objekt einer Klasse. Ja, und Java-Programme bestehen aus Klassen, im einfachsten Fall nur aus einer, das sieht man hier, nochmal zurück zu unserem Hello World, Greetings. Klassen haben einen Kopf und einen Rumpf. Der Kopf wird der Name, im Kopf wird der Name angegeben. Man sieht hier schon das Public, das ist so ein, kommt aus dem Kapselungsprinzip, es ist also ein Zugriffsschutz, beziehungsweise hier ist es keiner, weil Public heißt öffentlich. Diese Klasse kann also öffentlich verwendet werden. Class ist das Schlüsselwort, zeigt an, dass jetzt die Klassen Definition kommt, Greetings dann der Name und dann kommt geschweifte Klammer auf, in Zeile 1 geschweifte Klammer zu in Zeile 5, das ist der Rumpf dazwischen, der Klassenname soll auf Englisch sein, das ist eine Konvention, das besprechen wir auch noch mal ein bisschen genauer, da gibt es in Java relativ strenge Konventionen. Ja und im Rumpf dann, also beginnt mit dem geschweiften Klammer in Zeile 1 bis geschweifte Klammer in Zeile 5, das heißt, das sind eigentlich die Zeilen 2, 3, 4, werden Attribute, Methoden definiert. Hier gibt es keine Attribute, hier gibt es nur eine Methode, das ist die Methode main, die in Zeile 2
3, 4 definiert wird. Wieder sieht man die geschweifte Klammer. Und ein lauffähiges Programm braucht immer so eine Methode main. Das ist genauso wie in C oder C++. Das ist der Startpunkt der Programmausführung. Also wenn ich, wie in der letzten Lehreinheit gezeigt, meine virtuelle Maschine starte mit Java Greetings, dann wird also die erste Zeile von main abgearbeitet oder da wird begonnen, da springt es sozusagen rein bei der Ausführung. Und hier gibt es ja in main nur eine Zeile, nämlich Zeile 3. Das ist eine Anweisung. Und das ist selber wieder eine Methode. Printline, die gibt eben was aus. Die habe ich aber nicht selber implementiert, sondern die ist in der Klasse SystemOut schon vorhanden. Ja, public static void for main ignorieren wir. Public heißt wieder, das ist öffentlich. Static void ignorieren wir. So, jetzt versteht man also dieses Mini-Programm so ein bisschen aus der Sichtweise der Objektorientierung mit den ganzen Begriffen, und das Ziel dieses Abschnitts war eben genau das, Grundlagen der objektorientierten Programmierung verstehen und anwenden zu können und vor allem diese ganzen Schlüsselworte, Klasse, Objekt, Methode, Attribute zu verstehen. Und das war's.